Was wäre Europa ohne seine Musik? Und was wäre diese Musik ohne Mozart? Große, aber berechtigte Fragen, 250 Jahre nachdem Leopold M. mit seinen zwei Wunderkindern von einem europäischen Hof zum nächsten tingelte. Wir diskutieren sie unter anderem mit der Akademie für Alte Musik Berlin, kurz AKAMUS. Also ich bin Bernhard Vohr, bin fast seit den ersten Anfängen bei der Akademie für Alte Musik dabei. Inzwischen ist aus diesem Namen AKAMUS geworden. Ich bin seit vielen Jahren Konzertmeister dieses Ensembles, da wir sehr oft oder meistens ohne Dirigenten spielen, ist es dann meine Aufgabe, die Dinge zu bündeln in den Proben und die vielen Einflüsse sozusagen auf einen Nenner zu bringen. Also wir waren das erste Barockorchester, was sich in Ost-Berlin gründete. 1982 ist Berlin, so wie das ganze Land, noch für weitere 7 Jahre in Ost und West geteilt, wobei die Spree streckenweise als Grenzfluss herhalten muss. Sie gehört bis zum Ufer Westberlins zur Staatsgrenze der DDR. Schwer bewaffnete Grenztruppen sorgen mit dem Einsatz von Grenzschutzbooten für das Wohl des Landes. Hauptziel: die Unterbindung von Fluchtversuchen von Ost nach West, egal zu welchem Preis. Ich habe das Boot vor 3 Jahren gekauft, weil ich Führung machen wollte. Ja, und die Idee kam dann, dass man diese Grenze, die ja natürlich hier auch gerade auf der Spree sehr interessant ist, mal darstellt. Wir haben da den alten Grenzsteg, hinter uns die Oberbaumröcke. Das war der Osthafen. Ein von diesen Grenzbooten war immer da drunter, unter diesen Bögen. Das ist dieser Grenzsteg, der Zollsteg. Die Boote haben hier, die wurden hier kontrolliert. Gab Crews, die durften durch West-Berlin durchfahren. Und gab es Crews, die durften das eben nicht. Die wurden dann da ausgetauscht. Wenn man die Geschichte unseres Ensembles anguckt, dann ist das mit so einem Grenzboot 32 Jahre nach Mauerfall schon interessant und gut und symbolisiert vielleicht auch wirklich ganz gut unser Ensemble. Ja, man war ein bisschen dazwischen, also erstens, weil die Kunst auch in der DDR immer dabei war, Freiräume auszuloten, das war immer Grenzen verschieben. Und die Musik hat es da vielleicht am leichtesten, weil sie ohne Wort auskommt und damit nicht so festlegbar ist. Und wir waren es auch, weil wir mit der Möglichkeit, die DDR auch zu verlassen, in den Westen reisen zu können, also verschiedene Blickwinkel und Perspektiven zu haben. Insofern waren da Grenzen immer verschoben. Grenzen sind Wolfgangs Sache nicht. Wie kaum ein anderer vermag er unvergessene Melodien mit radikalen Gedanken zu verbinden. Vor allem in seinen Bühnenwerken band er Utopien, systemsprengende soziale Ideen und bürgerliche Moralvorstellungen aufs Notenblatt und stellt sie damit ins Rampenlicht. Von seinen Auftraggebern nicht immer gern gesehen. Also ich bin Ernst Bukatese und habe 1982 mit Freunden zusammen die Akademie für Altmusik mitbegründet, war dort der Flötist und habe dann auch das Management übernommen. Ich finde, das Besondere war ja, wir waren alle in dem Berliner Orchester engagiert und das war eigentlich Hobby. Wir mussten damit kein Geld verdienen, sondern wir waren fanatisch infiziert, was mit einmal möglich ist auf dem Instrumentarium, was ja eigentlich im Vergleich zu den heutigen Instrumenten sicherlich standhalten würde unbedingt. Nee, klar, aber also, das war auch nicht das Wichtige für uns. Der Gegenwind, den es gab, so, also an der Uni oder auch im Sinfonieorchester, so abschätzige und so Bemerkungen, gab es doch auch ziemlich viel, oder? Weil nun ein gewisser Erfolg da war. Wir konnten in den Westen fahren als Kammerorchester und all diese Dinge. Es war ja schon besonders, muss man sagen. Also die Rahmenbedingungen waren schon nicht einfach, aber dadurch auch besonders. Jede Reise hatte irgendwie einen bestimmten Stellenwert und man wusste vorher nie, wie die ausgeht. Abenteuerlich ist das Reisen zu Mozarts Zeiten allemal. Reisehandbücher empfehlen vorab, die nötigen testamentarischen Verfügungen zu treffen. Traurige Realität sind Achsenbrüche, ungefederte Wagen, die einem die Seele herausstießen, dreckige Herbergen und äußerst ambitionierte Räuberbanden, die nicht jedes Opfer lebend davonkommen lassen. Aber warum wir hier gespielt haben, ist ja auch klar. Ich meine, der Martin Christian Schmidt als Tastenrestaurator
gehörte ja zu diesem Ensemble des Schlosses. Die Kapelle war gerade restauriert worden und wir haben da das Eröffnungskonzert spielen können. Das war unser erstes Konzert überhaupt, was wir öffentlich gegeben haben. Das war für mich so ein Aha-Erlebnis, diese deutliche Art, so die Sprache, der Rhythmus, der Drive, der Witz. Also gar nicht schöner Klang als erstes, sondern genau ganz andere Punkte. Und das hat mich wahnsinnig überzeugt. Das Ensemble ist ja gewachsen. Wir sind ja jetzt kein ostdeutsches Ensemble mehr. Also es kommen von überall Leute, sind zum Ensemble dazugekommen. Wir haben überall in der Welt gespielt, die Welt gesehen und trotzdem bleibt man ja auch ein bisschen der, von wo man, also die Wurzeln, die man hat, woher man kommt. Wolfgang schlägt keine Wurzeln in Friedrichspreußen. Schon zu Beginn traut er kaum seinen Ohren. Verflucht, wollt's ihr D greifen, schreit er den Musikern der Berliner Oper zu. Auch mit dem Monarchen geht es zunächst gründlich schief. Dieser lässt ihn erst nicht vor und am Ende wird er vom höfischen Cellolehrer gemobbt. Ist Berlin etwa noch nicht bereit für Wolfers musikalische Visionen? Mein Name ist Xenia Löffler. Ich bin die Solo-Oboistin von der Akademie für Alte Musik in Berlin. Ich meine, was das Orchester damals schon ausgemacht hat, war eine unbändige Energie, eine Freude an Entdeckung von allen Aspekten und Affekten der alten Musik und eben da auch zu erleben, wie wichtig jeder Einzelne in so einem Ensemble ist und dass Energien zwischen den Musikern fließt, dass man auch spontane Gestaltungsmöglichkeiten hat. Mozart ist unser Leib- und Magen-Speise und gehört zu unserem Grundrepertoire. Man muss sagen, in den letzten Jahren, vielen Jahren, hat sich auch dadurch, dass man auch zu unbekannterem Repertoire einen digitalen Zugang über die Bibliotheken gefunden hat, haben sich noch mehr Möglichkeiten ergeben, auch da weiter zu forschen und in die Tiefe zu gehen. Und ich finde, diese Chance, die müssen wir nutzen, dass wir auch gerade im Bereich der alten Musik gucken, dass wir Neues bringen. Ich glaube, man hat immer probiert, Grenzen von sich zu schieben, Freiräume zu schaffen, Räume größer zu machen. Und das ist vielleicht auch nach wie vor wichtig, jetzt sind andere Grenzen da. Und manchmal klappt es wunderbar, dass einfach auch eine Idee und eine Möglichkeit, die Idee zu verwirklichen, sowas schafft. Und dann gibt es Phasen, wo man merkt, ja, jetzt müssen wir echt aufpassen, wir müssen Dinge entwickeln.